Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Sudeki. Und wir sind mit Buki und Alish auf dem Weg nach Transcendia. Genau. Und mir ist gerade eben eingefallen, wir wollten ja noch Buki die Yakume geben, die wir so verstärkt hatten, die jetzt eigentlich ziemlich gut sein müsste. Gut, haben wir auch irgendwelche Totems? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Nee, wir haben kein Totem. Dann eben nicht. Okay, gehen wir weiter. Da hinten ist ein Bienennest. Und dort wird wieder gekämpft. Na, nicht im Bienennest wird gekämpft, aber dort wird gekämpft. Naja, vielleicht wird auch im Bienennest gekämpft. Wir wissen es nicht. Nach Transcendia geht es da lang. Das weiß ich nicht. Es wurde nicht gekämpft. Wow. Aber nach Transcendia geht es jetzt in diese Richtung, genau. Und es wird gekämpft, aber damit können wir unsere neue Waffe jetzt endlich testen. Oh, die scheint sehr effektiv zu sein. Guck mal, wie viel das abzieht. Oh, holy shit, ey. Die Waffe ist geil. So, der Kampf war aber kurz. Ich hätte gerne noch eine Runde mehr gehabt. Okay. Niemand aus meinem Volk war je weiter nördlich. Ja. Auch ich war noch nie so weit ohne eine Wache. Genau, besorgt euch. Zusammen. Ich bin nun deine Besorgt euch einfach mal Niedersachsen-Ticket. Naja, jetzt die nicht in Niedersachsen wohnen, werden es nicht, weil haben kein Niedersachsen-Ticket, aber. Besorgt euch irgend so ein eine Bahncard oder so und dann könnt ihr einmal durch die ganze Welt fahren. Schrottplatz, Ludolfs, huhu, Ludolfs Forever. Oh, da ist Money bestimmt drin. Ich bin kein großer Ludolf-Fan. Mich interessiert das eigentlich gar nicht, aber ich war mal auf dem Geburtstag und da hat sich der Großteil für die Ludolfs interessiert und da haben sie sich die Ludolfs DVD irgendwas Du angeguckt. bist zwar Prinzessin, aber du bist keine typische Menschenfrau. Genau, Menschenfrau. Na, ich lerne wohl von dir, Buki, aber ich bin noch kein Shadani-Krieger. Die Synchronsprecher sind gut, aber es sind ein bisschen kurze Dialogpausen dazwischen. Ich kann mich nicht bewegen. Achso, ja gut, da kommen neue Gegner. Oh nein, aber die sind stark. Ich weiß, ich erinnere mich. Die sind verdammt fies. Aber wir haben ja jetzt unsere neue Superwaffe. Okay, und damit kann uns ja nichts passieren. Aber die ist wirklich sehr effektiv, das muss ich sagen. Und ich scheine gerade gar nicht so schlecht zu kämpfen. Ups. Wir haben eh kein. Oh, das war knapp ausgewichen. Ein Dilodactyl. Eilish, mach auch was. Wow, das war falsch. Okay, irgendwelche Tränke zum Verteilen. Das hat auch ebenso gut geklappt. Okay. Ich habe schon eine Idee, die wir machen können. Wow. Wirbelwind. Schmetterling. Jetzt kannst du aber mal sterben. Komm schon, was hält dich auf dieser Welt? Wo kommst du überhaupt her? Was hast du hier zu suchen? Wow, hat meinen Angriff abgefangen. Boogie Hill, Eilish Hilfe. Warte. Warte. Ups, man sollte. So, Feuerkugel. Alle schön in einer Reihe. Aber der eine ist rausgeflogen, das habe ich gesehen. Den hat Buki weggeschlagen. Und jetzt finaler Stoß. Stirb! Nicht. Doch, stirb. Gut, das war's. Geht doch.
Sie muss es unbedingt in der nächsten Runde heilen. Ich sehe es schon. Beeral. Wir müssen diesen Weg ja auch noch mit Tal und Elko gehen. Sie. Sie muss uns heilen, das ist wichtig. Gut. Zauber das Ding auf. Scheiße, falsche Richtung. Bitte kein Kampf. Oh nein! Jetzt kommen schon her. Aber nur Vogelscheuchen, nichts Schlimmes. Dann machen wir am besten mit ihr. Komm her. Jetzt komm her. Diesmal gehen wir aber nicht den falschen Weg da lang, natürlich. Entschuldigung. Ich hatte es gerade am Ohr gejuckt. So, weiter geht's. Okay, hier lang. Oh. Doch nicht da lang? Ich bin verwirrt. Hä? Map. Karte. Das erste Mal, dass ich die gebrauche. Moment mal nach. Keine Ahnung, wir werden schon richtig sein. Ja, hier waren wir ja noch nicht. Insofern wird das wohl. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Hier waren die Lurovs zu Hause. Oh, wir sind doch falsch. Oh. Bitte warten. Oh Mann, nee. Ich bin tot. Moment mal. Wo bin ich denn? Jetzt ist der Fall schon wieder rumgesprungen. Wo muss ich hin? Nach Transcendia. Okay, weisen wir uns nach dem Wegfelder. Kampf. Jetzt kommt her. Und ja, wahrscheinlich. Shit. Aber es ist kein großer dabei. Das ist. Jetzt komm her. Man muss einfach die Ruhe behalten, weil wenn man zu schnell kämpft, dann kommt der Combo nicht mehr hin. Schade, dass es keinen Multiplayer-Modus zu Sudeki gibt. Das wäre eigentlich optimal nutzbar, aber. Was wäre, wenn der Gegner dann irgendwie Zeitlupe an dieses, das hier machen würde? Ist es dann. Das müsste, würde dann natürlich nicht mehr funktionieren. Okay, okay, okay. Gehen wir einfach weiter. So. Fusseln in der Luft. Ach ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Das hat lange gedauert. Und scheiße, ich habe vergessen, meine Uhr zu stellen. Ich weiß es nicht, wie lange ich schon gemacht habe. Ich mache einfach mal nach Gefühl irgendwann Schluss. Ich weiß, ich erinnere mich, wir müssen hier gar nicht runter. Oder ich filme einfach einmal ohne Tschüss zu sagen. Ich filme einfach einmal ohne Tschüss zu sagen. Genau, das mache ich. Ich muss nicht immer Tschüss sagen. Auch wenn das höflicher ist. Ich kann mich ja noch genau erinnern, wo ich beim letzten Part aufgehört habe, dann. Ach, sie muss erst zaubern, genau. So. Drück den Knopf. Das ist nur die halbe Brücke. Es muss noch einen Schalter geben. Ja, es muss noch einen Schalter geben. Gut nachgedacht. So, und dann mit dir. So, jetzt der andere Schalter.
Und jetzt haben wir die Brücke, aber ich weiß, dass es da rechts noch noch was gibt. Nach unten mit dir. Ich kann mich erinnern, dass ich da unten beim letzten Mal Schluss gemacht habe, als ich die Fahrt nicht aufgenommen habe. Daran kann ich mich noch erinnern. Deswegen machen wir es einfach so, dass ich hier an dieser Stelle Tschüss sage. Und ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Jonas. Ciao.